Hallo zusammen. Wir haben in der ACI Marina in Trugier festgemacht. Ich werde jetzt einmal mit euch rübergehen in die Altstadt und wir schauen uns die historische Altstadt von Trugier an. So, ich habe das Boot mal verlassen und werde mal Richtung Altstadt von Trugier gehen. Ich bin am Ende der ACI Marina und hier müsste gleich die Brücke über diesen Meeresarm hier folgen. Die Brücke ist übrigens nicht für größere Schiffe befahrbar, maximal mit Schlauchboot. Und dann schauen wir mal, wie die Altstadt von Trugier aussieht. Wir schauen Richtung Split, was hier nur etwas über 20 Kilometer entfernt ist. Hier an der Altstadt machen übrigens direkt die kleineren Kreuzfahrtschiffe fest, so in der Größe zwischen 10 und 20 Kabinen, die ihren Passagieren damit einen besonders schönen Platz für den Abend bieten. Man kann von hier aus die gesamte Altstadt zu Fuß durchstreifen. Hier in den kleinen Gässchen der Altstadt ist gefühlt jedes zweite oder dritte Haus ein Restaurant. Trugier ist über 2000 Jahre alt und hat etwa zwischen 8.000 bis 12.000 Einwohner. Da variieren die Quellen hier doch etwas und ich kann es also auch nicht genau herausfinden. Ja, hier am Pier liegen die ganzen Mini-Kreuzfahrtschiffe. Ich glaube, das ist eine gute Alternative, wenn man kein eigenes Boot hat und doch einigermaßen individuell reisen möchte. Thank you.
Ja, wie ihr hört, der Flughafen von Split ist in unmittelbarer Nähe. Die Flugzeuge sind hier im Endanflug über den gesamten Hafen unterwegs. Heute Abend ist in der Stadt richtig was los. Am Forum vor der Kirche wird traditionelle kroatische folkloristische Musik gespielt. Natürlich in Originaltrachten. So, das war unser abendlicher Rundgang durch Trogir. Wir werden morgen früh nochmal Richtung Altstadt gehen, weil hinter der Altstadt ein großer Supermarkt ist und wir noch ein paar Dinge einkaufen müssen, denn wir sind ja schon fast eine Woche unterwegs und da ist mit vier Mann ja auch schon ganz schön was weggegangen. Guten Morgen aus Trogir. So, wir werden noch mal schnell zum Supermarkt gehen, bevor wir auslaufen, um unsere Vorräte zu ergänzen. Die Stadt ist schon am Morgen richtig voll. Ihr seht, wir haben gerade mal 9:30 Uhr. Da sitzen die meisten normal noch im Hotel und frühstücken, aber hier ist schon richtig was los. So, das war unser Aufenthalt in Trogir. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie unser Turn weitergeht, dann abonniert doch einfach den Kanal. Das Ganze ist kostenlos. Ihr kennt das ja bei YouTube. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut und miterlebt, was wir auf unserem Turn noch so alles unternommen haben. Bis zum nächsten Video also. Tschüss!